Buongiorno Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem weiteren Video und zwar die Team of the Week 15 Prediction. Olaf, wir machen das jetzt schon seit 15 Wochen in FIFA 21. Es kommt mir vor, als wäre es, keine Ahnung, vor 2 Wochen losgegangen. Es ist heftig. Real Talk Leute, letztes Team of the Week. Das war von EA, ich sag's so wie es ist, gewürfelt. Da kam ein Rashford, ein Lautaro Martinez aus dem Nichts. Lag einfach daran, dass auch leider wenig Spieler am Start waren. Ich habe mir heute was vorgenommen. Heute gibt es die 17-Plus-Treffer. Ich sag's euch so, wie es ist, Mann. Ich habe mir Mühe gegeben. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich sag mal so, als Challenge, was wir wirklich versuchen, Freunde, dann müsst ihr euch wirklich aber ein bisschen anstrengen. 4000 Däumchen in der ersten Stunde. Das heißt, falls ihr seht, 59 Minuten das Video online und ihr seht unter 4000, ihr müsst es sprengen. Okay, jetzt genug geredet. Falls jemand nicht abonniert hat den Kanal, ihr seht Daily Content und ist auf Edinburgh-Basis ein Follow. Und dann legen wir doch los mit dem Team of the Week. Und eine Sache vorab. Letzte Team of the Weeks waren alle scheiße. Und ich habe es auf Instagram gepostet, auf Twitter gepostet. Pass auf, ich habe das Gefühl, ich habe zwar nichts investiert, aber vor dem Team of the Year kam auch letztes Jahr ein Team of the Week SBC. Ich glaube, es wird dieses Jahr auch wiederkommen. Und dieses Team of the Week würde sich potenziell dafür anbieten. Ihr werdet es gleich sehen. Hier und da gibt es natürlich so einen Banger, der vielleicht nicht kommen wird. Zuallererst legen wir los mit den Torhütern und das ist Donnarumma. 5 Paraden, 1 Elfmeter, 2:1 gewinnen sie gegen Benevento. Tonali hat erstmal eine rote Karte bekommen in der 30. Minute. Kessier per Elfmeter getroffen. Und am Ende des Tages zählt aber das Ergebnis, die 3 Punkte. Und was soll ich euch erzählen? Donnarumma hat dazu noch einen Elfmeter pariert, das ist krank. Der wird, denke ich, 100%ig kommen. Hat aber einen Record-Breaker, ist nicht so dann interessant. Und Masip, der gute alte Chubabji-Kopf, 4 Paraden rausgeholt. Eine sehr, sehr gute Leistung vollbracht. Das ist der beste Torhüter vom Match-Rating gewesen, von dieser Woche fast. Und zu guter Letzt hätten wir noch McGregor, der in einem Derby gegen Celtic. Und vertraut mir, Leute, Derbys in Schottland, die sind gewaltig. Wenn es da Fans geben würde, dann würde es abgeben wie Schmitzkatze. Und der Torhüter hat auf jeden Fall eine richtig krasse Parade rausgeholt. 3 insgesamt an der Zahl. Und ja, da war es nicht so einfach, einen Matchwinner rauszufinden. Ich bin mit denen gegangen. Und dann würde ich sagen, springen wir rüber zu den Verteidigern. Wir legen los mit den Tottenham Hotspurs. Und Alderweireld, für den habe ich mich entschieden. Und ich sag's euch wirklich, das war so schön wie bei Tottenham. Die gewinnen 3:0 gegen Leeds United. Alderweireld, 1 Tor gemacht, Clean Sheet. 0 gespielt. Super. Da würde ich unterschreiben und würde ich sagen, könnte schon gut passieren. Wir haben dann Højbjerg. Der wurde von den Fans als Man of the Match gewotet. Das wäre sein Second Inform. Würde auch interessant aussehen. Aber jetzt seht ihr noch Harry Kane. Statt quasi unserem Alderweireld. Könnte auch passieren. 1 Tor gemacht, 1 Tor vorbereitet. Son auch 1 Tor gemacht, 1 Tor vorbereitet. Aber Kane hat ein bisschen besseres Matchrating. Hey, am Ende des Tages, das ist auf jeden Fall in EA's Macht, wer am Ende kommt. Wenn sie gönnen, Team of the Week SBC, dann sagen sie sogar Son. Kennt ihr alle den Itzo? Der hat schon ein Team of the Week bekommen, jetzt womöglich seinen zweiten. Das Spiel endet mit einem 3:0 gegen den Parma. Schinken, gute Verein. Und am Ende des Tages hat Itzo einmal getroffen, 0 gespielt, ist super. Und der Mann, der dies auch geschafft hat, ist me. Chilliger Name auf jeden Fall. Einmal getroffen, 1:0 gewonnen gegen Sheffield United. Und das ist ein gutes Ergebnis für Burnley. Vertraut's mir. Und langsam sind wir jetzt angekommen bei den Außenverteidigern. Und Karstorp, der Holländer, der hat doch mal beim Feyenoord gespielt. Der plötzlich wieder bei AS Rom, habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. 1 Tor vorbereitet und die Roma gewinnt natürlich auch 1:0 gegen Sampdoria. Bei der Roma läuft es übrigens echt gut. Mkhitaryan hat dann was bekommen. Jetzt Karstorp vielleicht, mal gucken. Und wisst ihr, bei wem es auch nicht so schlecht läuft, ist De Marcos. 1:0 gewonnen gegen Elche, wahrscheinlich richtig ausgesprochen. Ich würde eigentlich gerne mal Spanisch lernen, Bro, das war's komplett. Aber ob De Marcos jetzt so interessant aussieht, weiß ich nicht. Dagegen habe ich aber noch ein gutes Angebot für euch, okay? Die Gunners haben nämlich 4:0 rasiert. Und die Gunners sind wirklich das Gegenteil von konstant. Ich weiß nicht, was bei denen losgeht, also ich weiß nicht, was bei denen passiert im Kopf. Manchmal gewinnen sie, manchmal verlieren sie einfach so unnötig und das halt immer wieder an Abwechslung. Gegen West Bromwich, bei denen es nicht super läuft, muss man schon sagen, haben sie einfach 4 Buden gemacht. Und Tierney, der schottische Linksverteidiger, einmal getroffen und es war echt ein richtig schönes Tor. Schaut es euch an, auf jeden Fall in der Wiederholung und dazu noch 1 Tor vorbereitet. Das macht summa summarum 2 Scorer für einen Außenverteidiger. Schmeckt. Es gibt noch eine andere Alternative, zu der komme ich später. Und die Premier League hat Gas gegeben. Und ja, von den Verteidigern geht es rüber zu den Mittelfeldspielern. Und wir haben als erstes eine Sucuk von West Ham United. Das ist natürlich der Sucuk. Der war der Matchwinner. Der war der beste Mann auf dem Spielfeld. Und der war der, der am Ende gegen Everton die eine Bude gemacht hat. Und das Ergebnis könnt ihr, denke ich, euch rausleiten. Ist ein 1:0. Theoretisch hätte das vor ein paar Wöchlein schon mal verdient gehabt, reinzukommen. Ich denke, Sucuk, jetzt ist es soweit. Boah, übrigens, jetzt hätte ich Bock auf einen Sucuk-Toast. Wo wir gerade bei den Tschechen waren. Aber was laber ich, Bruder? Ich dachte gerade, Darida ist Tscheche, warte mal. Der ist Tscheche.
Darida ist auf jeden Fall, ich habe kurz gedacht, wie vielleicht Slowake. Und was hat der Mann von Hertha gemacht? Erstmal gewinnen sie 3-0 gegen Schalke 04. Ich denke, über Schalke müssen wir jetzt nicht mal reden, oder? Es ist schon, glaube ich, mehr oder weniger gegessen. Die sitzen ganz, ganz weit unten, tief in einem Loch. Und ja, Darida als Zehner oder als Mittelfeldspieler hat da einfach mal 2 Tore vorbereitet. Und wir kennen EA Sports Vancouver Kanada der Bundesliga. Geben sie mal ein paar Informationen. Und ich denke, Darida ist auf jeden Fall einer davon. Wer aber auch ein weiterer Kandidat ist für die Bundesliga, ganz kurz und knackig, Leute, Joshua Kimmich ist back in the building. Er hat endlich mal wieder gespielt. Seit 2 Monaten war er verletzt und er ist zurück. 1 Tor gemacht, 1 Tor vorbereitet. Man muss dazu sagen, jetzt müsst ihr gut zuhören. Ihr seht, ich habe ihn als Rechtsverteidiger am Start. Die Karten hat übrigens den dynamischen der gute Igel gemacht. Den kennt ihr ja mittlerweile hoffentlich. Und das Ding ist, bei einem Kimmich, Rechtsverteidiger, hat er gespielt in der 2. Halbzeit. Pavard wurde ausgewechselt, Goretzka eingewechselt, sprich Goretzka hat Kimmichs Rolle übernommen und Joshua hat Pavards Rolle übernommen. Und jetzt ist die Frage, von Anfang an ZM gespielt, was gibt ihn EA, falls er einen Team of the Karte bekommt, für eine Position? Welche Spieler kommen noch in Frage? Später haben wir noch einen Stürmer. In Polen. Wahrscheinlich ein richtiges Geheimnis. Und Leroy Sané einmal getroffen, aber der war ganz, ganz weit weg von den besten Spielern auf dem Spielfeld. Also sprich Man of the Match oder sowas. Deswegen glaube ich, auch wenn er eine One-Storage-Karte hat, wird es für ihn schwierig, außer sie würfeln wieder ein bisschen. Aber so ein Rechtsverteidiger Kimmich, das wäre doch mal was Neues. Ich weiß nicht, ob es gut wäre. Ehrlich jetzt. Und ich bin mir 100% sicher, dass viele von euch Lozano in Rot haben. Egal, ob es der 85er Inform ist, 86er oder ich weiß, der hat auf jeden Fall 3 Informs. Das Ding ist, wir haben Zielinski. Und deswegen habe ich Lozano erwähnt. Die spielen beide bei Napoli und Zielinski hat gut auf die Scheiße gehauen. 2 Tore geschossen beim 4:1 gegen Cagliari. Und irgendwie sage ich immer, wenn ich Cagliari lese, bei der Team of the Week Prediction, dann sage ich immer, das ist eine gute Mannschaft. Ist gar nicht so leicht, gegen die zu gewinnen. Ja, perfekt, Digga. Sie verlieren irgendwie jedes Mal. Und Zielinski, der sehen doch gar nicht mal so schlecht aus. Und wir springen zum nächsten Mittelfeldspieler. Und jetzt müsst ihr euch festhalten. Wir haben KDB. Is playing for the Bucks Team. Ach, Bro, ich freue mich auf seine Team of the Year Karte. Und jetzt stellt sich auch die Frage, denke ich, auch von euch. Kann es sein, dass ein Spieler, der ins Team of the Year kommt, eine Team of the Year Karte jetzt noch bekommt? Und ganz ehrlich, meine Meinung, kann absolut sein. Weil das Team of the Year, das wird gewotet. Sprich, EA weiß theoretisch ja, wenn da nichts schief läuft, wenn da nichts krumm ist, ist es wahrscheinlich nicht. Die wissen ja dann selber gar nicht, wer ist jetzt im Endeffekt drin und wer nicht. Gut, KDB ist jetzt nicht so abwegig, dass er drin ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich sagen will. Und das Team of the Year ist jetzt auch nicht morgen schon da, sondern jetzt kommt erstmal am Freitag nochmal ein Headliner-Event und dann kommt das Team of the Year. Also Freunde, ich denke, KDB könnte kommen. 1 Tor gemacht, 1 Tor vorbereitet. Das gleiche aber Phil Foden. KDB war aber der bessere Spieler auf dem Spiel von den Rating her. Und Gündogan von Insel hätte es auch verdient, hat das 1. Tor geschossen. Sie gewinnen mit 3:1 gegen Chelsea. Und für Frank Lampard und N'Golo Kanté sieht es aktuell ein bisschen schwierig aus, muss man ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie lange Lampard noch da sein wird. Zu guter Letzt gehen wir rüber zum Barcelona. Und die haben 1-0 gewonnen. Frankie de Jong hat wieder das Match-Winning-Tor geschossen. Das war vor gut 2-3 Wochen auch schon der Fall. Und ich glaube, langsam wird es auch mal Zeit für so eine kleine Frankie-Special-Karte. Okay, letztes Jahr hat ihn jeder gespielt, dieses Jahr auch nicht. Deswegen, ihr gönnt ihm. Von den Mittelfeldspielern gehen wir rüber zu den noch offensiveren. Und da legen wir los mit Jadon Sancho. Warum glaube ich zu 99%, dass er kommen wird? Erstens, er ist quasi mit EA auch irgendwo verpartnert oder so, ja, kann man schon sagen. Dieses Jahr, glaube ich, ist er nicht auf den Cover oder so drauf, weil es ist ja Haaland. Aber Sancho ist auf jeden Fall ein Dortmund-Spieler und Akanji hat auch gut gespielt. Aber bei der Innenverteidigung gibt es Akanji schon eine Spezialkarte. Auf jeden Fall, endlich mal trifft Sancho nach 14 Bundesligaspielen sein 1. Saisontreffer. Ehrlich, ich hoffe, dass es bei ihm so ein kleiner Durchbruch ist. Der hat wirklich die Scheiße am Schuh gehabt, aber das Tor war sehr, sehr schön gespielt. Hat er den einen hinten gut stehen lassen und ja, am Ende des Tages gewinnen sie mit 2:0 gegen Wolfsburg. War ein wichtiges Spiel, Haaland auch wieder Comeback in der Startelf nach der Verletzung und lieber BVB, strengt euch mal ein bisschen an, weil es ist langweilig, wenn Bayern die ganze Zeit ihr Spiel gewinnt und ja, ihr wisst, was sonst noch kommt jetzt. Zapata, der Kolumbianer, 5:1 gewonnen gegen Sassuolo mit Atalanta Bergamo. Da wird es übrigens einen spannenden Wintertransfer geben, ob der Kapitän Gomez bleibt oder nicht. Ich glaube, der wird gehen und weil der so ein bisschen Beef mit dem Trainer. Und Zapata ist ein super Stürmer, 2 Tore geschossen, 1 Tor vorbereitet. Ich denke, der führt keinen Weg dran vorbei, ist ein interessanter Spieler. Und dann haben wir Robert, the Big Man, Lewandowski. Eieiei, was passiert mit dem Kollegen? 2 Tore geschossen, 1 Tor vorbereitet, war Man of the Match. Ich habe euch vorhin Kimmich gezeigt und bei Bayern gibt es eigentlich nur Kimmich oder Lever. Aber beide kommen auch ins Team of the Year, womöglich. Bin ich sehr, sehr gespannt, was EA machen wird. So ein Lewandowski könnte man eigentlich schon nochmal ein +1 geben. Vor allem seine Team of the Year Karte wird eh 99er. Deswegen EA Sports, so,
Super. By the way, mein POTM, den ich gemacht habe, der ist genauso gut wie meine Seiten. Und Real Madrid gewinnt gegen Celta de Vigo. Kennt ihr alle den Verein? 2-0. Bei Real läuft wie im Schnürchen in der Liga. Die geben da Vollgas. Casemiro war verletzt. Normalerweise schießt der immer die Tore, komischerweise, obwohl er ZDM ist. Aber wir haben zum einen Asensio. Ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Und lasst euch mal kurz die Karte auf euch wirken, weil sie wird gleich verschwinden. Denn wir haben noch Vasquez. Und der hat auch ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Einer von beiden wird kommen. Das ist wirklich so. Ich kann euch nicht sagen, wer von beiden. Sie haben beide exakt eigentlich das gleiche Matchrating. Sie haben das gleiche getan. Die sind einfach nur auf der anderen Seite. Ich tendiere mehr zu Asensio wegen Position. Wobei EA könnte auch denken, so links haben wir Hazard. Und dann sagen wir, komm, rechts im Mittelfeld auch mal ein. Kann auch sein, keine Ahnung. Beide jetzt nicht so die interessantesten Kollegen. Und Lacazette dagegen hat natürlich auch schon eine Season Objective Karte. Vielleicht trifft es auch eher den Turning. Aber er wäre auf jeden Fall auch eine potenzielle Möglichkeit. Na Bro, jetzt war nicht zu viel. Aber ja, was soll ich euch erzählen? Zwei Buden gemacht beim 4-0. Ist okay. Lacazette, schön, dass du auch mal wieder gut triffst. Und jetzt kommen wir zum riesengroßen Schmankerl. Leute, dieses Trikot, vertraut mir, ich habe das nicht umsonst da, okay? Und ihr seht als nächstes Cristiano Ronaldo. Und jetzt müssen wir ein bisschen reden, jetzt müssen wir ein bisschen festhalten. Also, Juventus Turin liegt erstmal 1-0 hinten gegen Udinese Calcio. Das Tor wurde zurückgenommen, war auf jeden Fall gut für Juventus Turin logischerweise. Und dann aus dem Nichts, also Juventus hat gar nicht so gut gespielt, schießt Ronaldo einfach mal wieder ein schönes Tor. Man kennt ihn, ins rechte untere Eck. Und am Ende des Tages hat er zwei Tore geschossen, ein Tor vorbereitet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, war ein Elfmeter dabei? Nein, war es nicht. Und das ist der riesengroße Pluspunkt auch nochmal. Sprich, er hat drei Scorer gesammelt. Und dass er ins Team of the Year kommt, da müssen wir wahrscheinlich auch nicht drüber reden. Da wird sich hier eh nicht lumpen lassen. Da wird der Packseller Nummer 1 wahrscheinlich. Und ja, wir haben drei Scorer. Er hat einen Rekord eingestellt von Pelé. Und das hat Messi letzte Woche auch, okay? Da müssen wir nicht drüber reden. Aber Messi hat, wo er das gemacht hat, immer nur einmal getroffen oder eine Torvorlage gemacht. Irgendwie sowas. Jetzt ist es halt so, Recordbreaker klammert es mal ein. Kennt ihr noch Josef Bitschan? Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Der hat Total Goals 805. Cristiano Ronaldo ist ganz dicht an ihm dran, aber er hat auf jeden Fall Pelé jetzt schon eingeholt. Das ist quasi die meisten Tore für Nationalmannschaft plus Verein auf der ganzen Welt jemals. Ist schon irgendwie ein krasses Ding. Und Pelé ist jetzt hinter Ronaldo. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber selbst wenn Recordbreaker nicht kommt, da haben wir ein Team of the Week. Und Cristiano, EA Sports, gönnt doch einfach mal den Leuten, die jetzt Weekend League spielen, obwohl gerade aktuell das Gameplay nicht so viel Spaß macht. Muss man ehrlich sagen, deswegen mache ich gerade auch eine Pause. Und warum nicht einfach mal Leute belohnen, Real Talker? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und dann gehen wir rüber zur Auswechselbank ganz kurz und knackig. Da gibt es aber echt noch ein paar richtige Big Broken. Zum einen haben wir Rafa. Einmal getroffen, ein Tor vorbereitet. 85er Rating ist knackig. Wir haben Marcelo Brozovic, ein Tor vorbereitet. Es könnte theoretisch auch Hakimi kommen. Der wäre aber aus der Nase gezogen, aber kann gut passieren. Strangberg, hoffentlich nicht ausgesprochen. Drei Buden gemacht, mit einem Hattrick safe dabei. Linksverteidiger von Augsburg, Iago, einmal getroffen. Das ist eine feine Geschichte, 1-0 gewonnen. Gil, zwei Tore geschossen. Silverstar, wer in meinen Augen ist ein riesengroßes Talent. Real Talk, Leute. Falls ihr nicht auf dem Schirm habt, merkt euch den Namen. Wir haben Ruffles als Linksverteidiger, zweimal getroffen, ein Tor vorbereitet. Daksch, der gute alte Mann aus Hannover, zwei Tore geschossen, auch ein Tor vorbereitet. Natürlich sagt man nicht Daksch, sondern Duksch. Okay, wahrscheinlich. Gehe ich davon aus. Und Morales. Zweimal getroffen, ein Tor vorbereitet, der Spanier von Levante. Und zu guter Letzt haben wir den Josef. Und ich wollte wirklich nicht nachschauen, wie alt er ist. Der sieht jung aus. Und da hätte ich dann gesehen, er ist 17 und ich sitze hier mit 24. Da würde ich mir denken, scheiße, was hast du gemacht? Nein, Spaß. Aber Leute, das war's mit der Team of the Week 15 Prediction. Wenn es euch gefallen hat, support das Ganze. Lasst gerne einen kostenlosen Follow da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak und ciao.